Oh hey, hi, willkommen. Verdammt! Frisch, ne Flora. Hey, hi, kann irgendjemand von euch das Film nehmen? Nicht? Gut, dürfen wir auch nicht. Aber jetzt fängt es an mit der weirden Geschichte dahinter. Für das muss ich aber echt an Anfang zurück, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter zurück. Also am Anfang, geniessen auch schon. 1818, wo YouTube noch nicht so assi war, hat es einen Kanal gegeben. Genau den Kanal, den ihr auch seht. Ich kann das mit dem Mikrofon zwar können fixen, aber das klingt immer noch ein bisschen komisch. Verzeiht mir das einfach. Auf jeden Fall heisst es so: Hey, lass uns ein Film zusammen machen. Und ich so: Okay, was für eins? Er so: Ja, dein Kanal ist gehackt worden. Yay. Dann er wieder so: Hey! Ich so: Ja. Er so: Wir brauchen auch noch ein cooles Thumbnail. Und ich so: Okay, da hast du es. Ihr seht, glaube ich, schon, auf was das tatsächlich am Ende noch rauslaufen wird, oder? Klick. Byte. Warum tönt das so, als wäre ich gerade auf dem WC? Also, der Hall, nicht ich. Kommen wir mal zum Wesentlichen. Kein einziges Wort, das in dem Film gesagt wird oder am Anfang geschrieben wird, stimmt. Yep. Dann denkt sich natürlich ein ein schlauer LPU. Gibt es auch noch andere Filme, die nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen, zum ein paar Klicks abgreifen? Ja, Vince! So, nach dem super guten, fast schon kinoähnlichen Effekt kommen wir mal zu ein paar Filmen. Schauen wir uns doch mal direkt das oben links an. Ist es so ziemlich das beliebteste Film auf seinem Kanal. Was ist mit meinem Mikro los? Da bemerkt man direkt Clickbait, auffällige Farbe. Ja, auffällige Farbe. Da habe ich mein Script eingeleitet. Da merkt man auch sofort Clickbait mit auffälligen Farben. Na, es untermalt Schluss, der Typ, der dort hinten sitzt. Also alles in allem ein Blickfänger, was vermutlich daran liegt, dass es das beliebteste Film ist auf dem Kanal. Aber was passiert in dem Film hier eigentlich? Es steht ja Schlossknacken, Fragezeichen. Das heißt, er fragt sich: Schlossknacken? Was ist das? Kann ich das überhaupt? Keine Ahnung. Schauen wir mal rein. Der Videoinhalt ist weder unterhaltend noch spannend, aber es ist mehr oder weniger faszinierend. Er knackt ein Schloss mit den da sichtbaren Element, Werkzeug. Und nach sagenhaften 22 Sekunden ist der Spaß ja schon wieder vorbei. Obwohl ich ihm zutraut, dass es auf 10 Minuten aufstreckt, weil. Naja, weil zwei von seinen Filmen tatsächlich am Ende einen Blackscreen haben, um auf knapp 10 Minuten zu kommen. Ja, knapp 10 Minuten ist komisch, weil ich weiß einfach nicht, dass man ab 10 Minuten kann Werbung schalten kann. Genau aus dem Grund rede ich auch so schnell, damit es nicht so wirkt, als würde ich auf 10 Minuten kommen wollen. Okay, kommen wir mal wieder auf den Ernst vom Leben zurück. Also, wo könnte man da noch etwas rummängeln? Danke. Zuerst platziere mal das Bild richtig. Es ist doch nicht so schwer, das ganz einfach. Ja, es ist nicht so schwer, wenn man es ganz einfach macht. Ha! Aber eben,
Es kann doch nicht so schwer sein, einfach auf sein Kanalbild zu drücken, dann ein Foto auszuwählen und dann das richtig anzupassen, ein bisschen Dingens und dann das richtig umzuziehen. So schwer ist das doch nicht. Na gut, er ist DJ, er muss das ja wissen, oder? Und da sind wir auch schon beim Namen. Warum? War? Ich darf nicht fluchen. Rum. Also ich darf schon, ich will einfach nicht. Warum DJ Mogi? Von mir aus eventuell DJ. Ich meine, es ist einfach ein Name, der mir nicht gefällt. Aber Mogi, ist das nicht in einer Beleidigung? Ihr stimmt mir doch zu, wenn ich sage, dass es ein Name ist, oder? Naja, gut, das N habe ich jetzt übrigens so lange gemacht, weil ich immer am Anfang von der Tonaufnahme das extrem leislich ist. Naja, gut, ich will ihn nicht beleidigen, mir persönlich gefällt der Name nicht. Und naja, Schlönig fügt der Bild. Ach, Moment, auf etwas muss ich noch eingehen. Und zwar rede ich von dem Phänomen. Und ja, das ist wirklich das Phänomen, weil wenn wir uns mal die Upload-Seite von der letzten Filmnovel anschauen, schaut euch doch einfach mal die Upload-Seite an. Vor 2 Tagen, vor 4 Tagen, vor 6 Tagen, vor 1 Woche. Schreib doch nicht in dein Banner, dass du es am Mittwoch, am 5. und am Samstag, um 12:30 oder um 12:30 oder so war, aufladest. Wenn du dann alle 2 Tage etwas aufladest. Das steht sogar in seiner Bio. Hallo, gut. Dort steht sogar nur eine Zeit, und zwar übrigens mit der Begründung, ich habe ihn gefragt, mit der Begründung, ja, ich schaffe nicht 2 Videos in 1 Woche. Ja. Und dann haust einfach 4 innerhalb von 1 Woche raus. Ja, ich schaffe leider nicht 4. Ich schaffe nicht 2 in 1 Woche, hat es gesagt. Eieieiei. Also, das erste war vor 2 Tagen. Ich habe gesagt, das erste war vor 2 Tagen. Also, beziehungsweise das letzte. Das inszenierte. Dann kommt das von vor 4 Tagen, dann kommt das von vor 6 Tagen, dann kommt das von vor 1 Woche. Da drüllt man auch wirklich durch. Also, es würde mich nicht wundern, wenn er gerade so vor dem PC hocken wie er ist. Ist das einmal fertig da? Ja, schön, dass 8 Minuten 33 lang ist, aber ich müsste da noch weitermachen. Ja, er ist langsam. Ah, gut, er scheint fertig zu sein. Yay! Alles in allem eine perfekte, also wirklich der perfekte YouTube-Kanal. Alles in allem der perfekte YouTube-Kanal, wo sich jeder mal anschauen sollte und er verdient, ja. Nein. Aber hatet ihn nicht, er hat durch das Film schon genug Probleme. Und hey, ähnliche Kanäle sind aufgelistet. Hey, Moritz. Alles, was ich jetzt sage, ist eine Beleidigung. Verabschiede ich mich jetzt. Ich labere noch ein bisschen, um auf 10 Minuten zu kommen. Nein, Spaß, das macht das komische Bild da. Nachher kommt noch der Outro-Dingens, Bummens. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ja, tschüss und einen schönen. Ja, Ich kann noch das Film nicht von Mogi anschauen.